Die Figur, die Waldläuferin in meinem Roman, das ist eine etwas eigenwillige Person, die Mutter der Heldin, die immer im Wald spazieren ging und eines Tages nicht mehr wiederkam. Die Mutter ist in den 30er Jahren groß geworden und sie hat hier in der Nähe vom Kleistgrab gewohnt in den 70er Jahren, als die Heldin des Romans, die Eva, noch ganz klein war. Sie erzählt auf diesem letzten Spaziergang auch von ihren anderen Spaziergängen, die sie hier in der Umgebung am Wannsee unternommen hat. Und wir folgen ihr heute auf einem dieser Spaziergänge, die nicht in den Wald führen, sondern am kleinen Wannsee vorbei zum großen Wannsee. Wir stehen jetzt hier am kleinen Wannsee. An diesem Ort mit dem Blick quer rüber über das Wasser, da gab es die große Brücke noch nicht, hat sich Heinrich von Kleist zusammen mit Henriette Vogel 1811 das Leben genommen. Sie wohnten im Gasthof Stimmings, der auf der anderen Seite der Brücke lag, und tippelten nach einer unruhigen Nacht hierher, um ein letztes Picknick miteinander zu verspeisen, beziehungsweise sie tranken Kaffee und sie tranken sehr viel Rum. Und in einem kleinen Picknickkorb trug Henriette drei Pistolen. Aber bevor es so weit war, sagte Heinrich zu Henriette: "Hast du nicht noch einen Bleistift?" Heinrich von Kleist wollte bis zum Ende seines Lebens gerne etwas aufschreiben. Und zwar, dass er eigentlich lieber ein gesungener Gedanke gewesen wäre und überhaupt, dass die Musik das Herz aller Dichtung ist und dass das Schreiben gar nicht so wichtig war in seinem Leben. Sie setzten sich in einer Kiesgrube oberhalb hier des Sees, wo man einen Durchblick hatte bis auf die andere Seite des Sees, einander gegenüber. Und in meiner Theorie ist es gar nicht so sicher, dass Kleist sie erschoss und dann sich, sondern es hätte auch sein können, dass sie sich gegenseitig erschossen. Denn anschließend kippte sie nach hinten weg und er kippte über sie drüber. Zack. Und die Pistolen lagen um sie verteilt. Wichtig ist, sie trug ein weißes Kleid und ihren leuchtend blauen Mantel, weil das die Farbe des Himmels war, in den sie zusammen aufsteigen wollten. Und dieser Liebestod kommt an einer Stelle im Roman vor, in dem man noch nicht weiß, dass auch ein Liebesverlust erzählt werden wird von der Spaziergängerin, die wir jetzt begleiten. Kleist hat dort hinausgesehen. Es war November und der See nicht zugefroren. Ungewöhnlich mild soll es gewesen sein. Sie haben sich Kaffee und Rum servieren lassen an einem Klapptisch. Man stelle sich das vor, ganz gemütlich. Denn sie glaubten allen Ernstes, dass die Seele nach dem Tod in das Paradies kommt und mit Flügeln über duftende Wiesen schwebt. Für mich ist natürlich Kleist einer der größten Dichter deutscher Sprache. Und die Frage, warum jemand mit ein paar 30 Jahren aus dem Leben scheiden muss, weil er keinen Platz in unserer Gesellschaft oder in der damaligen Gesellschaft gefunden hat, in der er als Künstler hätte leben können, die finde ich schon sehr tragisch und bekümmernd auch, dass jemand, der eigentlich so große Dinge geleistet hat, keine Existenzmöglichkeit gesehen hat. Das ist ein Thema, was mich sehr beschäftigt. Das andere Thema an Kleist ist gar nicht so sehr der Tod, sondern diese Unruhe, die von diesem Menschen ausging, der tatsächlich durch ganz Europa immer sich hin und her bewegt und der auch im Innern diese Unruhe hatte und diese halluzinogene Fähigkeit, seine Wahrnehmung in Stücke und Erzählungen zu übersetzen. Und die Geschichte, warum ein Paar gemeinsam in den Tod geht, ist für mich immer ein Rätsel. Ich muss mir das immer ein bisschen übersetzen und sagen, okay, vielleicht ist das so eine Form von ultimativem Vertrauen, das man einander schenkt, dass man wirklich dem anderen das Leben überantwortet, das man hat. Du ließest mich alleine in dieser langen Nacht, drum will ich mit dir sterben, dass mir dein Herz lacht. Also, sie erzählt von der sonderbaren Bewegung zu ihm hin, die sie offenbar nur im Tod, die sich nur im Tod erfüllen kann. Also wir sind jetzt vom Kleistgrab ein Stück auf dem Weg gelaufen, den Kleist und Henriette Vogel in umgekehrter Richtung gelaufen sind. Und auf diesem Weg bewegt sich die Waldläuferin oder Spaziergängerin vom Wannsee, wie ich sie jetzt auch mal nenne. Auf einem dieser Spaziergänge, die sie hier jetzt dann doch mal unternimmt, um die Alsenkolonie zu besuchen,
die Waldläuferin oder die Spaziergängerin erinnert sich daran, dass sie schon mit ihrer Mutter dort spazieren gegangen ist. Denn sie selber war ja in den 30er Jahren ein kleines Mädchen. Und sie erzählt, dass sie dann diese Häuser bewundert hat, an denen so Verzierungen angebracht waren, wie an russischen Häusern oder wie im Baltikum aus Holz. Und dass diese Häuser in so wunderbaren Farben gestrichen waren. Und dass man sehr oft, wenn man davor stand an den Zäunen, man Musik hören konnte, die aus diesen Häusern klang. Im Laufe ihres Spaziergangs, der sie eigentlich jetzt anders als uns immer tiefer in den Wald hineinführt, in den Schnee, erzählt sie, dass sie auf einem dieser Spaziergänge plötzlich eine Frau zu erkennen glaubt, die sie an jemanden erinnert, der in ihrer Kindheit eine ganz enge Freundin für sie war, also auch ein kleines Mädchen, und die unter mysteriösen Umständen verschwunden ist. Die Tochter Eva identifiziert sich natürlich mit dieser ruhelosen Mutter in dem Moment, in dem sie versuchen will zu verstehen, warum ihre Mutter eines Tages verschwunden ist. Und die Mutter selber erinnert sich an die Zeit, als sie selbst ein kleines Mädchen war und mit ihrer Mutter hier am Wannsee spazieren gegangen ist. Und dann taucht eben diese wirklich etwas märchenhafte Figur Alma auf, die aus Sarmatien kam, die langes hüftlanges blondes Haar hatte, die Cello spielte wie eine junge Göttin und die eben in diesen Häusern am Wannsee musiziert hat.